Das Sächsische Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Rodewisch verfügt über 4 Kliniken, die sich auf einzelne Häuser in einem großen Parkgelände verteilen. In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie wird das gesamte Spektrum der psychiatrischen Erkrankungen behandelt. Zum Leistungsspektrum gehören unter anderem ärztliche und psychologische Untersuchungen, Einzel- und Gruppentherapie und therapeutische Gespräche. Kinder und Jugendliche ab 3 Jahren werden in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik behandelt. Die Krankheitsbilder reichen von Ess- und Schlafstörungen über Tic-Syndrome bis hin zu Störungen des Sozialverhaltens. In die medizinische Betreuung werden stets die erwachsenen Bezugspersonen eingebunden, die für die gesunde Entwicklung der Persönlichkeit und die soziale Integration des Kindes oder des Jugendlichen Verantwortung tragen. Ein Snuselraum lädt mit Licht- und Klanginstallationen zum Entspannen ein. Als besondere Form der Psychotherapie wird die Kunsttherapie eingesetzt. Neben stationären Therapien finden sowohl ambulante als auch tagesklinische Betreuungen statt. Patienten der Klinik für Neurologie leiden beispielsweise an Multipler Sklerose, Neuroborreliose, Epilepsie oder auch der Parkinson-Krankheit. Schlaganfallpatienten werden auf der Stroke Unit, einer Station zur spezialisierten Versorgung von Schlaganfällen, behandelt. Besonders ausgebildete Mitarbeiter und hochwertige Medizintechnik sorgen dafür, dass innerhalb kürzester Zeit die Ursachen des Schlaganfalls geklärt sind und eine zeitnahe, gezielte Behandlung begonnen werden kann. Modernste bildgebende Verfahren und fortschrittliche Medizintechnik wie CT, MRT, oder auch Sonographieuntersuchungen ermöglichen auf schonende Weise eine rasche Diagnose. In allen Kliniken findet eine große Bandbreite an physiotherapeutischen Behandlungen Anwendung. Neben Krankengymnastik und Elektrotherapie können Patienten unter anderem auch im Bewegungsbad trainiert werden. Die vielfältigen Angebote der Ergotherapie unterstützen bei der Wiedererlangung von körperlichen und lebenspraktischen Fertigkeiten, motivieren und helfen wieder zurück in die Selbstständigkeit. Mit über 500 Mitarbeitern und zusätzlichen tagesklinischen und ambulanten Einrichtungen in Annaberg-Buchholz und Plauen ermöglicht das Fachkrankenhaus in Trägerschaft des Freistaates die regionale Versorgung von Patienten in Südwestsachsen. Wir behandeln das gesamte Spektrum der psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen und sind nach KTQ, der Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen, zertifiziert.